Herzlich willkommen. Heute zeige ich euch mal, wie man am besten alleine die Hydra legen kann. Was braucht ihr dazu? Ein Schiff. Ich habe eine Schoner. Ich habe hier oben Syphilguns. Die klären das aus der Nähe. Die sind beladen. Hinter uns brauchen wir natürlich die Hydra. Hier unten habe ich einmal die ganz normalen Kanonen. Alles ist wieder in Grau gehalten. Ganz normale Waffen. Was habe ich an Munition? Ich habe ein bisschen mehr mit, falls man öfters daneben schießt. Ich habe knapp 300 Medium Cannonball, dann habe ich 220 Kanisterschutt. Davon werden wir nicht alle brauchen. Aber meine NPCs, ihr seht ja schon gerne, die schießen ganz gerne, auch wenn ich immer sage, die sollen es nicht machen. Sie haben halt Bock drauf. Warum auch immer. Was müssen wir machen? Wir müssen erstmal die Hydra anlocken. Dazu gehe ich immer mal hier, schieße einmal auf den Kopf mit der Waffe, so dass wir sie anlohnen. Dann öffne ich leicht die Segel. Und dann können wir auch schon anfangen zu schießen. Manchmal dauert das immer ein bisschen, dass sie uns beachtet. Wie ihr seht, meine Kanonen haben richtig Bock, außer auf die Hydra zu bekämpfen. Die wollen sie irgendwie nicht töten. Wie man sehen kann. Schießen wir mal ein bisschen höher. Vielleicht nehmen sie dann mal Schaden auf den Kopf. Ja, jetzt können wir sie lohnen. Jetzt machen wir die Segel auf, aber immer so, dass sie hinterherkommt. Und jetzt können wir immer, entweder lassen wir die NPCs kämpfen oder wir interagieren da ein bisschen selber. Wie gesagt, die Grapeshot, die greifen dann an, wenn sie zu dicht dran sind. Die Syphilguns. Und jetzt fahren wir einfach weg. Lasse ich sie mal alleine kämpfen. Wir konzentrieren uns halt immer darauf, dass wir wegkommen, damit wir nicht zu viel Schaden nehmen. Und müssen natürlich aufpassen, dass sie unsere NPCs nicht töten. Gesagt, die meisten Schaden machen bei mir halt die normalen Kanonen, weil man da halt am besten auf Abstand bleiben kann. Wichtig, ab und zu mal nach vorne gucken, nicht, dass ihr auch noch auf eine Insel fahrt. Und gleich haben sie besiegt. Ein bisschen mehr Stoff. So, das war dann die Hydra. Die Hydra brauchen wir, damit wir den Artefakt-Key kriegen. Dann können wir die Power Stones sammeln. Und natürlich wirft die Hydra auch 2000 Mythos ab, was auch nicht von schlechten Eltern ist. Die nehmen wir mit. Ich mache das dann im Anschluss. Hier können wir sehen, wir haben knapp 100 Kanonenbälle verbraucht. Können es ja schon, weiß ich gar nicht, 222 hatte ich mit, ne? Knapp auch 100. Dann nehme ich die einfach immer wieder raus und trage die woanders rein. Gut, wie gesagt, es waren alles graue Waffen. Es war nichts Starkes dabei. Bisschen Vorbereitungszeit braucht man, ordentlich Schießpulver und dann kann man auch alleine die Hydra legen. Ich hoffe, das war hilfreich für euch. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, fragt ruhig. Wie gesagt, große Kanonen gehen auch, Ballisten gehen auch, aber machen halt nicht ganz so viel Schaden. Wie ihr die Powerstones am besten macht, ja, am besten in der großen Gruppe, da macht es am meisten Spaß. Guckt euch vorher auf Internetseiten rein. Ich kann das ja mal hier unten im Video verlinken, wo man die Locations von den Caves findet. Dann in der Gruppe von 5, 6 Leuten reingehen, dann ist das auch einfacher, weil sonst müsst ihr immer durchrennen. Und geht ziemlich oft drauf. Ich habe bisher jetzt auch einen Powerstein gemacht, einen Powerstone, weil ich das halt alleine versuche. Es ist sehr nervtötend, wenn man dauernd stirbt. Gut, damit bedanke ich mich und wünsche euch noch einen schönen Abend.